Hallo und herzlich willkommen zu mittlerweile Folge 6 in der Wüste immer noch. Ja, wir zoomen mal ein bisschen raus. Oh, die Ansicht. Das ist alles so cool. Schaut mal. Oh, das Scrollen ist sehr schnell, wenn man rangezoomt hat. So, jetzt ranzoomen. Schaut mal, wie cool das ist. Ist das nicht geil? Das ist so cool. So, rauszoomen und weiterspielen. Wir drücken F7. UI wieder einblenden. Alles super Knorke. So, wie geht's denn unserem Onbü? Es hat bald Hunger. 38%. Ja, ich habe auch jetzt bald. Ich habe 56% Hunger. Das heißt, ich muss bald essen. Wisst ihr Bescheid? Komposthaufen. So, was sind wir hier am Erforschen? Onbü streicheln, genau, das wollten wir erforschen, um dieses Vertrauen wieder herzustellen. Falls das denn möglich ist. Ich bin gespannt. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 41 Wasser mitgebracht. Und es geht ständig nach unten, ne? So, ich weiß nicht, welches Biom das hier ist. Es kommt hier oben aber auch. Dann, von daher ist es egal. Ich würde es nach oben schicken, wenn es mich lässt. Ne, vertraut meinem Befehl nicht. Und das 3 Minuten lang. Okay. Naja. So, hier unten hätten wir halt wieder ein paar Leute mehr. Oh, Nomaden. Ja, mitnehmen, komm. 2 gesunde Menschen traten deinem Dorf bei. Das ist sehr löblich. So, hier oben ist ein Schlafplatz. Dann könnte es seine Müdigkeit weiter senken. Hunger hat es immer noch. Wir sagten ja, wenn es mal wieder wach ist, füttern wir es. Vielleicht bekommen wir dann ein klein wenig Vertrauen wieder geschenkt. Welchen Weg es an der nächsten Kreuzung einschlagen soll. Ja, das, wir haben es versucht. Du hörst nicht. Was soll ich machen? Rübe, 0% Wachstum. Warum habe ich die angebaut? Gut, weil es voreingestellt ist, ne? Hier machen wir immer noch Mais und hier ist Kaktus. Kakteen. Mais ist aber auch ziemlich langsam, ne? Muss ich feststellen. Aber ist ja auch beschrieben mit Wächst nur sehr, sehr langsam. Aber was anderes ist halt mit drin im Moment. Ist halt ein SCH-Biom. Auch in der Realität sehr schwer für Menschen. Ja, und es geht natürlich nach unten, okay. Was ist das? Giftwald möchten wir nicht hin. So, kurzer Kälteeinbruch, na super. Da haben wir genau das Gegenteil jetzt von extremer Hitze. Und dann stirbt wahrscheinlich der Mais ab, ne? So, die Rübe kommt damit aber eigentlich klar. Und dann stellen wir schon mal auf Rübe um. Sicher ist sicher. Rübensuppe und Polenta. Kann immer noch so bleiben. So, Forschung auf 75%. Das Onbü musste mal. Das heißt, wir haben hier endlich Dung, ne? 30 von 100 und hier Kompost. Wir haben immerhin 4 Kompost. Könnten wir auf unseren Feldern jetzt einsetzen, wenn wir möchten. Das automatisch gemacht? Ne, kann ich anhaken irgendwo, ne? Hier. Okay, aber das verbraucht dann... Ich lasse es erstmal weg, denn wir brauchen den Dekontaminator bald. Denke ich. Ist der überhaupt? Ressourcen, Blutextraktor, Komposthaufen. Der muss doch da irgendwo sein. Wahrscheinlich im Dorf. Da ist er. Ist auch favorisiert vom Spiel, so wie es ausschaut. Bekämpft die Verbreitung giftiger Pflanzen. Braucht Biogas oder Onbü-Galle. Also mit der Galle, Brennstoff oder Biogas. Und Biogas können wir erst herstellen, wenn... Ja, wenn wir ein entsprechendes Gebäude haben, oder? Wie macht man aus Dung? Hm. Sehe ich nicht. Onbü? Onbü Futterverflüssiger. Stellt Flüssignahrung für die Onbü Fütterungspumpe her. Ach du lieber. Stellt Hunger effizienter, oder? Okay. Flüssignahrung für unser Onbü, oder? Was zur Hölle ist hier los? Das ist immer cool. Und Biogas. Naja, okay. Ich weiß immer noch nicht, wie das dann funktionieren soll. Komposthaufen? Haben wir dieses? Und wie streicheln sind wir am Erforschen?
Hatten wir nicht irgendwo... Ach doch, Moment. Wir müssen sie erstmal bauen. Hier ist er. Gallensaft. So, ich hatte doch letzte Folge noch gesagt, wo... Ich bin gespannt, wo wir den bauen dürfen. Hier irgendwo. Ja, das sieht ja auch wieder blöd aus, so wie wir den platzieren müssen, ne? Ich würde sagen, hier. Oh, was ist jetzt los? Oh, hohoho. So, ich nehme definitiv das hier. So. Wir sind im Biom kalt. Luftfeuchtigkeit ist normal. Keine Giftigkeitsstufe. Aber hier, jetzt ist die Info weg. Jetzt wollte ich vorlesen. Hier scheint's. Oh, 2 Kälteeinbrüche. Ist hier sonst noch was? Sieht nicht so aus, ne? So, Holz sieht zwar gut aus. Wasser sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ich schicke die Kundschaft dann in den Wald. Ist auch gut fürs Gemüt. Und dann schauen wir mal. So, Entscheidung. Du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen. Ja, wir nehmen immer mehr auf. 2 gesunde Menschen. Wieder mehr Platz für... Oh, das ist aber sehr effizient. Ist der so viel effizienter als die anderen? Ja, weil die hier einen kürzeren Weg haben nach unten, ne? Hier muss er immer hochlaufen. Aber Felder haben sie ja genug zu verfügen. Ich weiß nicht, warum der jetzt schneller ist da unten. Wir arbeiten sogar nur 2 Leute. Was zur Hölle? Gut, der arbeitet jetzt wahrscheinlich länger gearbeitet, ne? Er ist schon länger dabei, mit Rüben anzubauen als die anderen. So, Kälteeinbruch, der ist gleich da. Gallensaftextraktor wurde errichtet. Dann schauen wir mal. 3 BPM. Okay. 3 Herzschläge pro Minute. Hohoho. Und ist halt ein riesiges Vieh, ne? So, Onbygalle. Lesen kann im Labor weiterverarbeitet werden oder von Dekontaminatoren als Brennstoff. Ah, die können das direkt verwerten. Oder im Labor verarbeitet. Extrahiert Gallensaft aus Onbys Gallenblase. Oha. Warum hast du dich jetzt geschüttelt? Einfach so. Das ist aber nicht nett von dir. Wir leben doch mit dir, mein Freund. Er knurrt, er hat Hunger. Komm, dann... Oh, Müdigkeit ist sehr hoch. Nicht, bitte nicht in der Kälte schlafen. Kann... Bitte leg dich jetzt hin. Aber er wird es nicht machen, ne? Platz? Na. Wahrscheinlich legt er sich genau in dieser Kältewelle hin. Okay. Könntest du bitte wenigstens... Vertraut mein Befehl nicht, aber läuft jetzt trotzdem, oder wie? Nee. Sieht nur so aus, weil ich schnell eingestellt hatte. Naja. Dann halt nicht. Muss halt mit leben. So, Hütte. Aber da posten 3 Leute. Ja, das sollte immer noch reichen, ne? So, gibt's hier mittlerweile. Hier sammeln sich immer wieder Bäume um die Mutterbäume. Vielleicht muss ich mal so... Ich lasse jetzt das Sägewerk laufen. Baue keine weiteren Bäume ab. Baue die nur noch ab, wenn es unbedingt notwendig ist. Ja, natürlich legst du dich jetzt hier hin. So, das Mais ist schon lang abgestorben. Ich könnte hier mal auf Rübe umstellen. Einmal Rübe. Und dann irgendwann gehen wir definitiv auf Weizen, wenn wir es uns leisten können. Vielleicht würde vielleicht noch eine zweite... war das? Gallen... Gallensaftextraktor, so heißt er. Wahrscheinlich bei Onby, ne? Aber da sehe ich nichts. Da ist er. Okay, ich habe auch nur wenig Plätze, die ich hierfür verwenden kann. Das ist halt mies, weil ich habe hier das Sägewerk so blöd gebaut. Ich wusste nicht, dass die sich Bauplatz teilen. Von daher wird das hier... Kann ich das priorisieren? Schade. Okay, ich muss warten, bis das gemacht ist und kann es dann hier hinstellen. Hier ist ein Mutterbaum. Oh, das ist jetzt mies, ne? Weil ich genau hier... Na, ich baue es dann hier hin.
ist halt jetzt, da wo der Mutterbaum steht, sind halt sehr viele Gebäude unglücklich, ne? Ich muss warten, bis das abgerissen ist, um weiter bauen zu können. Biogas und Dünger. Gut, dann, das müsste ich erst herstellen aus Kompost. Ansonsten haben wir hier was für unseren Dekontaminator. Wird das hier irgendwo eingelagert? Ja. Gut, wenn das voll ist, wird das halt am besten hier irgendwo gelagert. Ist hier direkt in der Nähe. Und hier ist er. Jawohl. Okay, den baue ich hier hin. Weil hier ist gerade ein Platz dafür frei. Als nächstes Steinbruch. Ja, okay. Hätte der hier hingepasst. Wo ist es denn am klügsten? Hier ganz in der Mitte eigentlich, ne? Boah. Ja, komm, ich baue ihn hier hin. So. Hier wird er gebaut. Ich gebe dem mal sehr hohe Priorität. Hier ist das Lager voll. Auch wahrscheinlich... Wie viele Leute habe ich denn? 4. Komm, hier sind 5. 5 Alleskönner. Und irgendwann brauchen wir sowieso einen zweiten davon, nehme ich stark an. Ah, genau im Kälteeinbruch gepennt. Du bist halt echt eine... Ach. Naja. Wir haben nicht das schlauste Onbü. Gut, im Onbü wird es relativ egal sein. Es wird wahrscheinlich nicht wissen, dass Menschen damit ein Problem haben, ne? Von daher ist es ja keine Absicht von ihm. Also dumm ist es nicht wirklich. Ich weiß halt nur nicht, wie wir letztendlich unsere Nahrung etc. bekommen und wie wir mit ihm in Symbiose leben, damit wir beide profitieren. Ich denke, dessen ist es sich noch nicht bewusst. Naja. Menschen waren sich ja auch lange nicht bewusst oder sind sich immer noch nicht bewusst, welcher Verbündete die Natur ist, ne? Ist ja auch ziemlich egal. So, mehrere Gebäude sind eingestürzt. Sehr schön. Wie immer. Könnten wir von irgendwas noch... Komm, wir machen hier mal für 1. Du darfst Kompost benutzen. So, und dann schauen wir mal, ob das Essen langsam hochgeht. Und... Mistsammler könnte man eigentlich 2 bauen. Dafür ist es ja gedacht, ne? Dann irgendwann auch ein zweiter... Wie heißt da? Komposthaufen? So, den kann man auch dann hier platzieren und dann würde ich sagen... bauen wir hier 2 Materiallager auch genauso. Weil die alle versetzt sind, 2 hin und dann kann man das einlagern. Kann ich da... Schade, das Problem hatte ich bei Timberborn auch schon, dass während des Baus noch nicht gesagt werden kann, ich möchte nur die in die Materialien. Felder würde ich dir auf jeden Fall auch mehr geben, da jetzt alles schon hier zugebaut ist, beziehungsweise zugebaut. Ausgewachsen und kann nicht geerntet werden, weil alles voll ist. Wobei das eigentlich kein Problem sein sollte, denn ja, ihr müsst die Kräuter nur irgendwo einlagern. Das ist überall voll wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Brauche ich mich auch nicht zu wundern. Hier noch 2 Materiallager. So. Schade, und den muss ich dann abreißen. Nein! Okay, egal. Ist halt so. So, und da ist er. 3 Leute sind schon eingestellt. Und er hat kein Biogas, aber er hat 50 Onbü-Galle. Was wichtig ist. Und hier, das wird hoffentlich ein bisschen Holz verbrauchen. Warum ist hier eigentlich... Dauert das wirklich so lang? Oh, Durchgang. Wie viel wird da abgebaut? 18, immer noch 80. 2. Oh, das dauert echt sehr, sehr lange mit diesem Sägewerk. Okay, das ist ein bisschen mies, aber naja. Was soll ich machen? Ich hätte gern schneller... diesen Gallensaft-Extraktor gebaut, aber es soll wohl nicht sein. Und unsere Kundschafter, um die haben wir uns auch nicht mehr gekümmert. So, schick die mal los. Marte ist im Gift. Oh. Oh, 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 oh. Ach, weil es geschlafen hat. Ich hab's vergessen. Es hat ja im Boden geschlafen. Dann ist der. Das Gift. Oh, verdammt. Und jetzt. Naja, okay. Haben wir 2 Arbeiter, die hier arbeiten können? Ich hoffe es doch. 3.
Ah, die müssen jetzt noch Kräuter nehmen und können dann erst losrennen, die Leute zu heilen. Ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell. Nicht, dass hier noch mehr krepieren aufgrund, dass wir verpennt haben, hier den Onby-Doktor freizuschalten. Ich weiß nicht, welchen Weg es nehmen soll. Ich sag mal nix, weil es vertraut uns ja sowieso nicht. Müssen wir erst dran arbeiten. Ich würde es füttern, wenn es geht. Komm, fütter das Onby mal. Ja, yam, 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 yam. Kann ich irgendwo sehen, inwieweit es uns vertraut, oder? Gibt's keine Anzeige dafür, ne? Beschäftigung, das ist nur für unser Volk. Feuchtigkeit, das ist nur Fehler melden, Pausenmenü, Notizbuch, das sagt uns dazu auch nichts. Im aktuellen Wert. Ja. Stärkt das Vertrauen in dich. So eine Vertrauensanzeige gibt es halt einfach nicht, ne? Da müssen wir einfach mit arbeiten. Okay. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. So, du hast Kompost, Wasser, was ist hier los? Mais, Rübensuppe. Ehrenmüsli. Ne, Rübensuppe. Sind wahrscheinlich unzufrieden, weil sie hatten mal mehr Diversität, ne? Aber was will ich machen? Ist halt immer noch kalt. Das Biom ist schlecht. Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich habe. Tut mir leid. Der Komposthaufen wird errichtet. Hier fehlen noch Holzbretter und Steinplatten. Auch kein Problem. Haben wir bald wieder. Und ich würde sagen, hier mal noch ein paar Bäume, die weit entfernt sind. Und Steine könnten wir auch wieder ein paar abbauen. So. Okay. Irgendwann muss hier auch wieder ein Sägewerk hin. Ah, das ist auch zusammengestürzt. Okay, okay. So, alles, was eingestürzt ist, hat jetzt Priorität. Dann zweithöchst diese beiden. Dann läuft das wieder. Okay, super. Sollte so kein Problem sein. Brauche ich das, solange noch keine giftigen Pflanzen da sind? Ich denke nicht. Die drei lasse ich weg. Was ist das denn? Ein leichtes Gewitter, das deine zerbrechlichsten Gebäude beschädigen könnte. Das ist natürlich uncool. Frische Luft, frei von Giftstoffen. Und es legt sich hin. Ah, braves Onby, hast du gut gemacht. Und da hat es auch was zu essen. Ich kann meine Kundschafter hier losschicken. Es geht relativ schnell. So. Und, ah, die Forschung ist abgeschlossen. Lagerhaus oder Schlafbefehl? Schlafbefehl wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, denn dann können wir es vor, ja, schlechten Entscheidungen schützen oder uns. Für sie selbst ist es wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung, ne? Sie denkt ja anders wie wir. Okay. Aber irgendwann mal verweilen, bevor wir irgendwo reinrennen, wäre halt schon gut, wenn man sich irgendwie vorbereiten muss oder so. Kundschafter sind zurückgekehrt, wieder auf die Weltkarte. Und okay, das ist ja schon gewählt. War ich so schnell? Naja. So, der Steinbruch. Den würde ich dann hier oben hinstellen, denn hier ist, ja, muss viel abgebaut werden. Zack. Der nächste Steinbruch wäre dann, es ist auch mir überall nicht erlaubt, ne? Nur dort, wo es geht. Finde ich ganz clever. Clever, clever. Schwester Eva. Schrecklich. Schwester Eva ist schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf kam. Wahrscheinlich wegen diesem blöden Schwester Eva. Kundschafter sind zurückgekehrt. Wir haben schon wieder Kundschafter, die irgendwo was sammeln können. Schreien. Also das Leichtgewitter, kann denen was passieren, wenn ich da jetzt zufällig. Naja, gut, dann schicke ich es jetzt. Ah, hier ist was. Bereits erkundet, schade. Bereits erkundet. Ja, komm, schick sie los. Wir werden sehen, was passiert. In diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Onby. Legst du dich hin und frisst oder willst dran vorbeilaufen? Ja, hallo? Willst du mal...
Ich hab keinen. Den Befehl für Essen habe ich ja noch nicht. Ey, du bist eine Granate. Du hast ja was zu essen, läufst dran vorbei. Das ist ja wohl die allergrößte Frechigkeit, die ich bisher von dir erfahren habe. Ah ja, okay. Es hat halt nicht viel Hunger. Es muss auf seine Linie achten, oder wie war das? Okay, wenn du meinst. So. Hier würde ich dann auch Kompost freischalten. Wie viel haben wir denn davon? Dauert sehr lange, ne? Hier war es eingesetzt, aber wir haben jetzt zwei von. Arbeitet halt immer nur einer. Wie viel haben wir? Null. Wir bräuchten wieder mehr Siedler. Also, lass mal hier einen immer auf Standby. Und der Doktor ist ja auch nicht freigeschaltet. Wird jetzt sehr viel überall Arbeitereinsatz, ne? Müssen wir später, falls es notwendig wird, entscheiden, wer schließen muss oder wo wir weniger Leute einsetzen, damit was anderes, wichtigeres durchgeführt wird, wie auch immer, dass dort gearbeitet wird. Und Ressourcen ansammeln. So, Kundschaften. Und schon wieder 21 Minuten rum. Wir machen diesmal länger, weil 20 Minuten sind echt zu kurz, ne? Ich hoffe, dass ihr auch längere Folgen guckt. Aber hier passiert immer, Zeit geht so schnell rum. Und da unten ist das gelobte Land. Grün, da möchte ich hin. Könntest du bitte... Vertraut deinem Befehl nicht. Oh, ey, wir haben dem so viele Stachel gezogen. Das hat... Ich glaube, das wird uns nie wieder vertrauen, ne? Haben wir dann Kälteeinbruch? Komm, dann füttern wir dich halt. Vielleicht bekommen wir irgendwann wieder dein Vertrauen. Ich hoffe es doch. Das ist definitiv notwendig. So, volle Anzahl Arbeiter benötigt. Uns fehlt hier einfach, ja, wir haben keine Arbeiter. Steinbruch würde ich jetzt auch schließen. Forschungsgebäude ist wichtig. Würde ich keine Abstriche machen. Hier arbeiten drei. Ich ziehe hier mal einen ab. Kräutergärtner. Eisig. Ja. Ist auch viel zu viel, ne? Ich mach mal zwei. Zimmerband, zwei Steinmetz. Reicht auch einer. Bretter reicht eigentlich auch einer. So viel Bretter brauchen wir nicht. Wir haben weniger Holz als Bretter. Dann abholzen. Wir markieren mal ein paar vereinzelte Bäume. Okay. Mutterbaum, Mutterbaum. Hier sind noch so viel markiert. Da können die sich richtig austoben. Hier auch. Hier zwei vereinzelte Sträucher, die braucht kein Mensch. Kann ich eh kein Gebäude bauen, das effizient arbeitet. Von daher weg damit. Hier noch ein paar vereinzelte. Okay, Kundschafter sind wieder da. Wir müssen mal wieder auf die Weltkarte. Fressbefehl, definitiv. So, und es ist nach unten. Jawoll. Onbi, du hast dich gut entschieden. Hier oben sieht aus nach Wüste. So, in den Wald. Rein da. Und der Dekontaminator. Das ist das neue Gebäude, das wir haben, ne? Von daher würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Das wird unser Thumbnail. So, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.